Wieder ein neuer Fall für hier den obersten Richter bei Overwatch. Ein neuer Fall, also CSGO-Eye Overwatch. Und wir steigen mal wieder direkt rein. Ja, bin ich mal gespannt. Die beiden letzten Fälle hatten wir ja keine Hacker. Nur zwei, die leider ihre Teamkollegen verletzt bzw. ja, gekillt haben. Unsportliches Verhalten, das sollte natürlich vermieden werden. Bin mal gespannt, um was es hier jetzt geht. Ja, wir starten hier auf der Map Inferno. Die Counter-Terrorist führen 10 zu 9. Das Suspect ist eine Antiterror-Einheit und hat DKD von 14 zu 3. Jo, bin ich mal gespannt hier. Schade. Die beiden Kills eben. Ich denke, dass die im legitimen Bereich liegen. Das war natürlich auch eine gute Strategie. Einmal zwei Granaten zu werfen. Ja, fehlt ihm ziemlich viel AP und ja, dann war auch direkt weg mit einem Schlag, würde ich mal sagen. Passiert. Kann man mal machen. Warum er da eben so lange wartete und hier jetzt? Finde ich vielleicht leicht merkwürdig. Ich weiß aber nicht so recht, was ich davon halten soll.
of defusing the bomb. Ob man das so einfach machen kann. Der Y ziemlich gut reingetroffen. Ich weiß nicht. Bin mir dabei eben gerade nicht ganz im Klaren wieder mal. Im Gegensatz zu den zwei letzten Fällen, zwar keiner, der hier unsportliches Verhalten an den Tag legt, aber bei der Sichthilfe und Zielhilfe, bei beiden bin ich mir da gerade gar nicht sicher bei ihm. Er zielt manchmal doch ziemlich, ja, OP, sag ich mal. Wir wissen leider ja nie, welchen Rang der hier hat, was für ein Spieler er hier ist. Global Elite, da weiß ich natürlich jetzt weniger von. In der Klasse bin ich ja hier leider noch nicht. Mich da ein wenig mit schwer, jemanden wirklich als, also hier in diesen Szenen als Hacker zu bezeichnen, weil für mich das eigentlich nie eindeutig sein wird. Kann natürlich auch jemand sein, der richtig, richtig gut ist. Ne? Wenn er jetzt in anderer Hinsicht hacken würde, dann würde das ja auch eher auffallen, aber kann ja auch hier und da mal vielleicht Glück sein, ich weiß es halt nicht. Wirklich schwierig zu beurteilen. Kann natürlich Glück sein, ich habe es auch geschafft, neben mal jemanden zu erwischen. Deswegen, ja, aber natürlich kann man auch 1 und 1 zusammenziehen, ja, addieren, aber vielleicht ist er halt einfach nur ein guter Spieler. Was möglich ist und was nicht, das ist schwierig für mich zu beurteilen. Das hat es mir jetzt gerade auch nicht leichter gemacht, obwohl er daneben geschossen hat. Muss er ja auch nicht immer anwenden, falls er so etwas im Hintergrund laufen hat, so ein externes Programm. Also, Spielbehinderung, nein. Anderweitige externe Hilfe, denke ich jetzt auch mal, nein. Zielhilfe, Sichthilfe, ja, wie immer, schwierig. Ich habe auch ziemlich gute Spieler schon gesehen. Von daher sage ich mal, es ist möglich. Deswegen sage ich unzureichend und gebe den Fall auch so wieder ab. Und bedanke mich an dieser Stelle auch wieder fürs Zusehen. Und ja, bis zum nächsten Fall hier auf unserem Kanal. Ciao.